Schluss. Wahrer Glaube in der für Allah annehmbaren Form muss auf Tauhid basieren und frei von Schirk sein. Alles, was geringer ist als dies, stellt einen Aspekt des Götzendienstes und des Unglaubens dar, ungeachtet dessen, wie stark jene, die Allah Partner beigesellen, ihren Glauben an ihn verkünden oder wie geschickt sie ihre unerlaubten Handlungen begründen mögen. Allahs Einheit muss geistig, verstandesmäßig und praktisch in allen Bereichen des menschlichen Lebens, in denen man das Wohlgefallen Allahs erstrebt, aufrechterhalten werden. Der Monotheismus, so wie er von Allahs Propheten überbracht wurde, ist nicht nur eine Theorie, die man philosophisch würdigt oder emotional verteidigt, sondern ein auf Tatsachen beruhender Plan für die menschliche Existenz, um sich dem Willen Allahs, des allmächtigen Gottes, zu unterwerfen. Und genau darin liegt der Sinn der Schöpfung des Menschen, wie Allah sagt: Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mich anbeten. Surah Ad-Dhariyat, Vers 56. Jedoch ist die Schöpfung des Menschen an sich schon ein Ausdruck der vollkommenen Eigenschaften Allahs. Er ist der Schöpfer, Al-Khaliq, der Schöpfer, der alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, durch die einfache Formel sei, geschaffen hat. Und er hat den Menschen aus dem Nichts hervorgebracht. Er ist der Allbarmherzige, Ar-Rahman, und deswegen wurden dem Menschen die Freuden dieser Welt gestattet. Er ist der Allweise, Al-Hakim, und daher hat er manche Dinge und Handlungen verboten, welche für den Menschen schädlich sind, während er jene erlaubt hat, die es nicht sind. Er ist der Allvergebende, Al-Ghafur, und deshalb vergibt er jenen, die sich ihm in aufrechter Reue zuwenden. Abu Ayyub und Abu Huraira überlieferten vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, dass er sagte: Hättet ihr keine Sünden begangen, so hätte Allah euch eure Existenz genommen und euch durch andere Leute ersetzt, die Sünden begehen, damit sie ihn um Vergebung bitten. Und Allah würde diesen vergeben. Genauso wirken alle anderen göttlichen Eigenschaften in der menschlichen Schöpfung. Die Anbetung Allahs durch den Menschen ist nur zu seinem eigenen Nutzen, da Allah die Anbetung der Menschen nicht braucht. In der Anbetung Allahs begreift der Mensch sowohl sein materielles als auch sein geistiges Potenzial für alle Aspekte des Guten, und dabei verdient er am Ende dieser kurzen weltlichen Reise für sich selbst das immerwährende Leben der Glückseligkeit. Infolgedessen gibt uns der Islam als gottgegebene Lebensweise die Mittel, mit denen man jede menschliche Handlung, egal wie unbedeutend und weltlich sie auch sein mag, in Handlungen der Anbetung verwandeln kann, solange man folgende zwei fundamentalen Bedingungen erfüllt. Erstens, die Handlung muss bewusst und einzig für das Wohlgefallen Allahs gemacht werden. Und zweitens, sie muss ebenso in Übereinstimmung mit der Sunna des Gesandten Allahs sein. Das ganze Leben eines Menschen kann somit in den Dienst der Anbetung Allahs gestellt werden, so wie er es vorgeschrieben hat. Sprich: Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Surah Al-An'am, Vers 162. Jedoch kann so ein Zustand nur durch Wissen über Tauhid erlangt werden. Hierzu gehört die bewusste Umsetzung des Tauhid nach der Methodik, die vom letzten Propheten Allahs, Muhammad ibn Abdullah, Friede und Segen seien auf ihm, gelehrt wurde. Daher ist es Pflicht für jeden, der aufrichtig an Allah glaubt, seine bisherigen kulturellen Erfahrungen, seine emotionalen Bindungen an Familie, Stamm oder Nation abzulegen und genügend Wissen über Tauhid, die Grundlage des Glaubens, zu erwerben. Nur durch die Anwendung dieses Wissens wird der Mensch Rettung erlangen. Und alles Lob gebührt Allah.
dem Herrn der Welten.